Was geht ab, Freunde des Kanals? Ja, X-Tern mal wieder für euch. Heute da, es wird mal wieder Zeit für einen Vlog. Ich stehe gerade am Greifswalder Bahnhof und wir fahren heute nach Köppinsee, Usedom. Und ich würde gerne euch dabei haben, deswegen dachte ich mir, hey, mach mal wieder einen Vlog für deine Community. Und ja, hier bin ich mit einem Vlog. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall noch lustig. Ich stehe jetzt hier am Bahnhof, warte auf die Leute, die hier mitkommen nach Köppinsee. Und mal gucken, ob die auch gefilmt werden wollen. Wenn nicht, bitte nicht böse sein. Dann müssen wir hier leider alleine durch. Da muss ich das akzeptieren, weil manche Leute, die wollen einfach nicht gefilmt werden. Ihr versteht das. Was seid ihr für Leute? Könnt ihr ja gerne mal unter das Video schreiben. Wollt ihr gefilmt werden oder wollt ihr nicht gefilmt werden? Seid ihr Social Media? Es gibt Leute, mein Bruder ist auch nicht Social Media, der mag das überhaupt nicht und habe ich vollstes Verständnis für. Und deswegen nehme ich auch Rücksicht. Ja, okay, die sind noch nicht da. Ich muss noch ein bisschen warten. Das Wetter ist heute nicht so sexuell, aber ja, solange es nicht regnet. Wir wollen auch noch später grillen. Also ich hoffe, es noch besser wird. Höchstwerte 21 Grad, aber jetzt haben wir noch früher Morgen. Da ist klar, dass noch ein bisschen fresh ist, aber ich hoffe, dass wir die 21 Grad heute noch erreichen, weil wenn man schon auf Usedom ist, dann sollte das Wetter auch passen, oder? Ja, klar. Okay, bleibt auf jeden Fall dran. Wird noch lustig und bis gleich. So, wir sind jetzt am Bahnhof. Der Train kommt gleich und ja, ich hoffe, das Wetter wird wie gesagt besser, weil es sieht nach Regen aus. Regen ist nicht angesagt, aber ich hoffe auf die 21 Grad, also Höchsttemperatur 21 Grad. Aber bis jetzt sieht es noch ganz cool aus und wenn nicht, scheiß drauf. Wir fahren da jetzt trotzdem hin, weil es ist ja nur Wasser. Wow, was war das? Bremse. Die Bremse. Ja, jetzt geht es erstmal nach Züssow und ja, dann steigen wir um. Züssow. So, wir sitzen jetzt im zweiten Zug. Jetzt geht es weiter Richtung Swinemünde. Und ja, jetzt geht's ab nach Köppinsee. Ich hoffe, es stört dich nicht. Geht nicht die ganze Zeit so. Ja, alles gut. Machen Vlog deswegen. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie im Zug der Usedomer Bläserbahn nach Chinoischen Zentrum. So, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da ist der Wolgaster Hafen. Ah, ich glaube, das sieht man nicht. Das spiegelt zu sehr. Ja. Gelegentlich mal eine Schachtel Original. Sind nicht drauf, wirklich. Ich passe da auf, da wollen sich gar keine Sorgen machen. Schön. Jetzt geht's rüber auf der Insel. Eine Insel! Eine Insel! Immer für meinen Vater. Ach, du warst schon hier? Urlaub gemacht hier immer. Wenn wir in Albeck waren, wenn ich jeden Tag rüber und habe 4 Stangen geholt. Ich hätte erste Reise dafür vergessen. Wenn mich Ali einfällt, der hätte ich auch jeden Tag Albeck kommen. Ich will es nicht. Ich will beweisen. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Ist ja nur Wald. Ist ja nur Spargel. Aber Wald ist ja auch schön. Ja, das ist bloß so rum, ja. Also mir, ich find's schön. Ich auch. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Schade, jetzt habe ich Wasser nicht mehr mit drauf, aber egal. Vielleicht auch schon vom. Wir laufen über die Stadt und dann von den Druckladen hier von A bis Z den Druckladen. So, kleine Planänderung. Wir sind jetzt hier in Heringsdorf auf Usedom, doch nicht Köppinsee. Ja, wir sind jetzt doch in Heringsdorf ausgestiegen und wir werden wahrscheinlich gleich noch nach Polen rüberfahren. Ja, und wir sind hier gerade, kann ich ja mal kurz zeigen, Baumwipfelfahrt Usedom. Ja. Guckt euch mal an, wie scheiße hoch das ist.
Da kann man wohl hoch. Leck mich am Arsch, das ist so. Ich geh mal kurz runter. Alter, leck mir die Coronas, Alter. Ja, nix für mich. So, Leute, jetzt geht's weiter nach Polen. Wir sind wieder am Bahnhof. So, auf zum Zug und ab nach Polen. So, jetzt warten wir auf den Zug. Jetzt geht's weiter nach Zwinnicki-Zentrum. Ja, nach Polen. Polnische Ostsee. Da kommt da der Zug. Jetzt geht's ab nach Polen. So, wir sind jetzt Ahlbeck-Grenze und jetzt geht's rüber nach Polen. Guck mal, ein Schulbus. Ja, lass uns mal oh, das Auto. Schulbus. Oh, es fängt noch an zu regnen. Ja, wir sind jetzt auf dem Polenmarkt in Polen. Könnt ihr euch sicherlich denken. Ich habe gerade eine geile Krakauer gegessen, bin jetzt auch wieder etwas gesättigt. Ja, meine Dudes hier, die wollen noch Zigaretten holen. Ich bin ja Gott sei Dank nicht Raucher. Ja, jetzt werden wir hier noch ein bisschen shoppen und dann geht's auch wieder zurück nach Greifswald, weil wir heute Abend noch grillen wollen. Gruppenkuscheln, Gruppenkuscheln. Hallo. So, jetzt wird erstmal lecker gespeist. Ich habe mega Hunger. Ich habe mir jetzt hier was Geiles zu essen bestellt. Und was das ist, werdet ihr gleich sehen. Schmocko loco. Hey, liebe X-Jahren-Freunde. Ja, ich bin inzwischen wieder in Deutschland. Ihr seht, ich habe auch andere Klamotten an. Ja, ich bin wieder in Greifswald. Wir haben auch einen Tag später. Ich habe gestern nicht mehr weiter gedreht, weil mein Akku alle war. Aber es war auch nicht mehr so viel los. Wir waren dann ja was essen. Das haben wir ja noch aufgenommen. Und später waren wir noch bei Kaufland einkaufen, im polnischen Kaufland. Ja, abends haben wir noch ein bisschen gegrillt. War ein schöner Abend, haben schön Steak gegessen und so. Ja, wollte ich eigentlich noch filmen, aber konnte ich nicht, weil mein blöder Akku alle war. Ja, wie gesagt, inzwischen bin ich wieder in Greifswald und heute ist Fischerfest. Und ich dachte, um den Vlog abzuschließen, zeige ich heute noch ein bisschen was vom Fischerfest. Ich bin gerade auf dem Weg zu meinen Kumpels im Garten und von da aus werden wir dann zum Fischerfest gehen nach Eldena zum Wieg. Und ja, da wird wohl ein Feuer auf dem Fluss stattfinden und ich nehme euch einfach mit und ich bin mega gespannt. Hey, wir sind jetzt hier beim Fischerfest. Philipp, sag mal hallo. Hallöchen. Na? Gibt es erstmal ein leckeres Lachsbrötchen. Wow. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald präsentiert gemeinsam mit der Großmarkt Rostock GmbH eine Produktion der Hanseatischen Eventagentur GmbH. Momente bei Rick in Flammen.
Momente, 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 Momente. Bleib stehen, Zeit. Was soll er?
ist ein Traum. Alles, was wir haben, ist das Hier und Jetzt. Ich würde gerne für einen Moment in die Vergangenheit reisen. Nicht um Fehler zu vermeiden, sondern um jemanden zu umarmen, der heute nicht mehr da ist. Zu sprechen. Findet Momente, alles miteinander zu teilen. Denn das Leben wird nicht gemessen an der Anzahl der Atemzüge, sondern an der Anzahl der Momente, die uns des Atems berauben.
Ja, das Fischerfest nochmal von hinten. Aus der Entfernung. So, Leute, das war Rick in Flammen. Ja, das Fischerfest ist vorbei. Ich bin auch gut fertig. Bin jetzt auf dem Weg nach Hause, muss morgen leider arbeiten. Wir haben es jetzt 0 Uhr. Ich hoffe, dass ich noch rechtzeitig nach Hause komme, dass ich noch 5 Stunden Schlaf habe. Ich muss nämlich um 6 Uhr wieder aufstehen. Aber das war es mir wert, war wirklich ein schönes Fest, hat sich gelohnt. Ja, und jetzt bloß schnell nach Hause. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst mir Liebe da, schreibt mir gerne was und das Video runter. Und ja, schreibt eure Meinung, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und vielen Dank, euer Xian.